Hier sind meine Unterlagen. Alles gut, kommen Sie rein. Wow, ich traue meinen Augen nicht. Das ist doch keine Frau, das ist eine Göttin. Und sie geht direkt zu mir. Was für eine Schönheit. Es ist heiß hier drin. Hier ist mein Pass und darin ist mein Ticket. Danke. Nun, an männlicher Aufmerksamkeit mangelt es mir heute gewiss nicht. Schönen Tag, Jungs. Ich muss ins Flugzeug. Los geht's. Vielleicht können wir sie noch einholen. Was glaubt ihr denn? Wo geht ihr hin? Kommt schon, Jungs. Zeigt mir eure Tickets. Hier ist mein Flugzeug. Was für eine tolle Figur. Nicht wie bei mir. Wow. Endlich. Ich bin so müde, mit diesem Dinger herumzulaufen. Da seid ihr ja, meine Lieblinge. Mami hat euch so sehr vermisst. Was für ein Pech. Lasst uns eine Reise machen, meine Schätzchen. Oh, come on. Hallo, ihr Ticket. Alles ist in Ordnung, aber leider dürfen Sie den Hund nicht mitnehmen, genau wie alle anderen hier. Wieso? Aber ich habe eine wunderbare Idee und einen tollen Hut, in dem ich mein Kaninchen verstecke. Bis bald, Bobby. Keine Sorge, er kann bei mir bleiben. Ihr Pass, Madame? Alles ist in Ordnung, nur zu einem kleinen Check. Was ist das? Jetzt geht's los. Haustiere sind an Bord strengstens verboten. Aber keine Sorge, ihr Haustier wird auf sie warten und hier bleiben, bis sie zurückkommen. Guten Tag. Darf ich Ihre Kopfbedeckung überprüfen? In diesem Fall zeige ich Ihnen einen Trick. Hokus Pokus und der Reisepass ist hier aufgetaucht. Wow, das kann nicht sein. Zeigen Sie mir jetzt schnell Ihren Hut zur Kontrolle. Seltsam. Entschuldigung, gehen Sie weiter. Und hinter ist auch nichts. Okay. Guten Tag. Kommen Sie herein? Tja, da ist mein Kaninchen ganz allein geblieben. Ich bitte um Verzeihung, aber ich weiß, wie ich Ihnen helfen kann. Ein kleiner Trick und Ihr flauschiger Freund ist gleich bei Ihnen. Einen Moment. Ich glaube, ich hab's. Da ist er. Wow, vielen, vielen Dank. Alles gut, keine Spuren von Tieren. Guten Tag, kommen Sie bitte rein. Also, der Papierkram ist in Ordnung. Ich soll aber den Korb ansehen. Oh nein, da ist mein Kätzchen drin. Ich weiß. Oh, hat Ihnen schon jemand gesagt, dass Sie ein tolles, markantes Kinn haben? Darf ich ein Foto von Ihnen machen? Nun, warum nicht? Aber eine Sekunde bitte. Ich muss erst mein Haar in Ordnung bringen. Jetzt bin ich bereit. Sehr gut. Es hat geklappt. Das Wichtigste ist jetzt, so schnell wie möglich ins Flugzeug zu steigen. Entschuldigen Sie mir, ich muss gehen. Hey, was ist das? Ein leerer Korb? Ich rieche, da war ein Tier. Hallo? Bitte treten Sie ein. Hurra, da ist mein Platz. So, jetzt kann ich dich rauslassen, Kätzchen. Oh, was für ein süßer Kerl. Darf ich dich streicheln? Ja, natürlich. So ein braves Kätzchen. Hui. Ich denke, ich habe jetzt Allergie. Hallo, gute Reise. Guten Tag. Werfen wir einen Blick auf den Papierkram. Und noch ein Scan. Bringen Sie Tier mit? Nein? Dann gehen Sie bitte. Warten Sie bitte einen Moment noch. Oh je, erwischt. Es gibt keine Ausnahmen. Tier sind an Bord strengstens untergesagt. Nun, das ist schade. Was für strenge Regeln. Ich wette, man darf auch gar keinen Frosch mitbringen. Ich muss etwas ausdenken. Ich habe ein Buch, das ich komplett gelesen habe. Das heißt, ich kann es ein bisschen abändern. Dieser Teil der Geschichte hat mir nie gefallen. Jetzt setzen wir den Frosch hinein. Großartig. Wir können zum Kontrollpunkt gehen. Hier sind meine Tickets. Darf ich gehen? Gleich nachdem Sie durch den Scanner gegangen sind. Sieht klar aus. Alles gut, kommen Sie rein. Willkommen an Bord, bitte. Hier ist mein Platz. Ich lege mein Gepäck auf das obere Regal, damit es nicht stört. Wir sind bereit zum Abflug. Oh gut, Sie haben uns nicht erwischt. Wie geht es dir, mein grünes Schatz? Hä? Was ist das? Wem gehört es? Es ist auf meinem Kopf gelandet. Hilfe!
Hallo, hier sind meine Tickets. Wie geht es dir, Kescher? Geht es dir gut? Tut mir leid, aber Kescher wird nirgendwo hingehen. Zumindest nicht mit unserem Flugzeug. Haustiere sind an Bord nicht erlaubt. Hast du das gehört? Haustiere sind nicht erlaubt. Uah, ich habe eine Idee. What? Komm schon, ich brauche deine Hilfe. So, das ist schon besser. Oh. Hallo? Ihre Tickets bitte? Oh je. Ich glaube, die Eidechse macht einen Spaziergang. Okay. Ist alles mit Ihnen in Ordnung? Alles gut, ja. Nein, unerträglich. Das kitzelt. Was ist los mit ihm? Alles gut, er hat sich gerade an einen lustigen Witz erinnert. Stimmt, Alex? Das kann ich nur schwer glauben. Zeigen Sie uns, was Sie da haben. Ich habe es gewusst. Ein Versuch, ein Tier an Bord zu bringen. Boah. Schauen Sie mal, was ist da drüben? Laufen wir und beeilen wir uns. Was? Wo sind Sie hingegangen? Wir wissen nicht. Verpasst. Come on! Hallo, hier ist mein Ticket. Alles ist in Ordnung. Oder nicht? Ein Goldfisch? Nein, nein, Tiere sind an Bord nicht erlaubt. Bitte geben Sie mir den Fisch, ich kümmere mich um ihn. Ich kann nicht glauben, dass ich mich von meinem Tutor trennen muss. Er ist so sensibel. Ich habe eine Idee. Gehen Sie aus dem Weg, hier ist mein Ausweis. Lassen Sie mich an Bord und beeilen Sie sich. Okay. Was ist das? Keine Tiere an Bord. Nicht unter meiner Aufsicht. Hey. Wie können Sie es wagen? Bitte kommen Sie rein, es tut mir leid. Ups. Oh, nichts passiert. Oh, da ist mein Platz. Liegt es an mir? Dort zischt da etwas in meinem Ohr. Oh nein, eine Schlange! Das ist nur ein Hamburger. Ich war so hungrig und ich habe nur eine Pizza bekommen. Wow. Tut mir leid. Voll cool, dass ich viel mehr habe. Habt ihr diesen Turm gesehen? Schaut mal, das sind so viele Pizzen, dass die bis zum Himmel reichen. Diejenige, die am wenigsten Glück hatte, ist zuerst. Es ist Diana. Come on! Jetzt reicht's aber. Da gibt's nichts zu lachen. What? Ich weiß auch schon, wie ich die essen werde. Selbst wenn ich nur eine Pizza habe, bin ich trotzdem glücklich darüber. Oh, schaut mal, wie lang sich der Käse zieht. Voll schön. Klasse. Wow. Und der geht nur so auf der Zunge. Hey, sei doch vorsichtig. Pass auf, wo du den Müll hinwirfst. Wen interessiert das? Genug, jetzt hör auf. Das wirst du mir büßen. Ihr seid beides voll witzig. Okay, jetzt geht's aber an meine Pizza. Diana, du hattest recht. Die ist mega lecker. Ich habe eine Idee. Ich weiß, wie man die bequem essen kann, ohne sich die Hände dabei schmutzig zu machen. Man rollt sie einfach ein. Wow, das ist ja voll lecker und praktisch. Sieh mal, so geht das. Cool, nicht wahr? Wow, ich hätte gar nicht gedacht, dass man so viele Pizzen auf einmal sich in den Mund stecken kann. Natürlich geht das. What? Oh, hier ist was schiefgegangen. Hey! Was soll ich jetzt bloß tun? Ach, komm schon, mach dir keine Sorgen. Jetzt gehört der Rest deiner Pizzen uns. Meine Pizzen hin. Hey, hey! Ihr solltet euch schämen. Ihr habt sie einfach gestohlen. Ihr Diebe. Hey. Jetzt schrei uns nicht an. Wir hatten Hunger. Jetzt bin ich dran. Darauf habe ich so lange gewartet. Aber das war lecker. Hm, hier ist noch Salami übrig. What? Ein Tic-Tac? Aber das ist noch viel zu wenig. Ich habe eine ganze Schachtel. What? Hey. Schau mal, was Diana hat. Ja, schaut es euch an. Ich
habe eine mega große Schachtel. Come on! Voll cool. Aber Lilly kann anfangen. Ich weiß schon. Mein Tic-Tac ist mit Coca-Cola-Geschmack. Ich liebe Cola. Köstlich, aber viel zu wenig. Mary, jetzt bist du aber dran. Hurra! Ich bin immer bereit, was Leckeres zu essen. Hä? Was soll das? Na, jetzt macht schon. Du hast deine Tic-Tacs verstreut. Oh no! Nichts dergleichen. Die mögen zwar auf dem Tisch verstreut sein, aber ich kann sie trotzdem essen oder aufsaugen. Yes! Ich bin begeistert. Diana, jetzt bist du dran. Ah, na endlich. Ich kann es kaum erwarten. Wow. Schaut mal, wie viel ich davon habe. No. Es ist köstlich. Hey, wieso teilst du nicht mit uns? Du hast doch so viele Päckchen. Teilen von wegen. Das ist so lecker. Das will ich am liebsten selber essen. Verdammt. Genau. Ich habe eine Idee, wie ich Diana mindestens eine Kiste klauen kann, ohne dass es jemand bemerkt. Wenn ich von dieser Seite aus zugreife, wird sie nichts bemerken. Hey, woher hast du das? Das sind doch meine Tic-Tacs. Na warte, jetzt könnt ihr was erleben. Das ist für euch. Please. Es reicht. Bitte hör auf. Bitte. Beim nächsten Mal überlegt ihr euch zweimal, ob ihr mir mein Tic-Tac klaut. Moment mal, das sind doch Süßigkeiten. Ich kann die einfach mit dem Mund auffangen. Eine geniale Idee hast du da. Das ist für euch. Mist, mir ist die Munition ausgegangen. Wir hatten aber genug davon. Meine Güte, ist das Knoblauch? Sieht so aus. Gefällt mir gar nicht. Pech für euch, Mädels. Ich habe nur ein Stück Knoblauch. Also kannst du auch anfangen. Okay. Das wird schnell gehen. Schaut mal, wie ich ihn schäle. Oh, das ist ja voll cool. Ratzfatz geht das. Oh nein, gefällt mir gar nicht. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Weißt du, wie ich dir helfen kann? Du brauchst eine Knoblauchpresse. Mit ihrer Hilfe wird das Essen von Knoblauch weniger unangenehm sein. Komm schon, Lilly, mach den Mund auf. Oh nein, vielen Dank. Mach den Mund auf. Ich werde dir helfen. Na, gefällt's dir? Oh, das ist schrecklich. Das ist das Schlimmste, was ich je gegessen habe. Hey, ew. Was für ein Gestank. Jetzt müssen wir das Zeug riechen. Lilly, hier hast du ein Kaugummi. Cool. Oh, vielen Dank. Der hat definitiv geholfen. Als hätte ich den Knoblauch gar nicht gegessen. Okay, jetzt komme ich dran. Aber wisst ihr was? Ich will das nicht essen. Ich trage es einfach als Kette. Voll schön, nicht wahr? Nicht wirklich. Die Regeln besagen, dass du den Knoblauch essen musst. Also genieß ihn. Okay. Ich hatte gehofft, dass die Idee mit der Kette funktionieren würde. What? Aber wisst ihr was? Hä? Ich habe eine bessere Idee. Um den Knoblauch schnell und gründlich zu schälen, musst du ihn in ein Glas geben und gut schütteln. Seht ihr? Shake it, shake it, shake it. Wow. Ist das nicht toll? Okay, jetzt kann ich's probieren. Boah, das schmeckt ja mega eklig. Als hätte ich einen ganzen Mülleimer auf einmal gegessen. Boah, genau so riecht das jetzt auch. Hey, you! Hey, you! Ich weiß, was hier helfen kann. Wir brauchen dringend einen Lufterfrischer. Hier wird nichts helfen. Bis der Geruch aus meinem Mund verschwunden ist. Hey, you! Verdammt, was machen wir jetzt?
Okay, ich sprühe sie einfach in den Mund. Oh, das Spray ist alle. Naja, der Geruch ist auch weg. Ganz genau. Aber schmecken tut das auch nicht. Wie auch immer, Diana, jetzt bist du dran. Mädels, bitte, verschont mich. Ich kann nicht den ganzen Haufen hier essen. Oh, doch, das wirst du machen. Okay. Ich hoffe, ich muss nicht kotzen. Okay, noch kann ich das aushalten. Ich bin ein starkes Mädchen. Ich muss das schaffen. Boah, ist das eklig. Du meine Güte. Sie isst den Knoblauch direkt mit der Haut. Der Wahnsinn. Noch ein kleines Stückchen. Ich muss das schaffen. Oh no. Sei vorsichtig. Wirf doch nicht mit dem Müll nach uns. Ist mir egal. Ich hab's geschafft. Ich hab alles aufgegessen. Boah, wir ersticken doch gleich. Das riecht furchtbar. Ich weiß, was uns helfen kann. Wenn wir die Quelle des Gestanks abstellen, wird der Raum etwas besser riechen. Hey, ich kann nicht atmen. Hilfe! Diana, geht's dir gut? Hey! Ich hoffe, die lebt noch. Die ist bloß ohnmächtig geworden. Okay, mir geht's gut. Ich bin am Leben. Kein Problem. Ich liebe meinen Job. Den ganzen Tag nur rumsitzen und Kampftechniken trainieren. Guten Tag, ich bin gekommen, um medizinische Untersuchungen durchzuführen. Zeigen Sie mir zuerst, was in Ihrem Koffer drin ist. Wir brauchen keine Ärzte, also hau ab. Ich muss aber trotzdem eine Inspektion machen. Wenn Sie mich nicht ins Gefängnis lassen wollen, dann muss ich Sie eben untersuchen. Und zwar mit diesem Ding da. Ziehen Sie die Hose aus. Wissen Sie was? Überprüfen Sie lieber den Gefangenen. Der sieht etwas kränklich aus. Hier ist er. Ah ja, genau. Oh, mein Magen schmerzt so sehr. Ich glaube, der ist wirklich krank. Ich werde Sie nicht belästigen. Schau mal, Andy. Ich habe dir dein Haustier gebracht. Ich hoffe, ich habe nichts verwechselt. Na, der gehört doch dir, oder? Nein, das ist doch eine Katze. Oh nein, ich habe eine Allergie auf Katzen. Ich habe wohl etwas durcheinander gebracht. Mach dir keine Sorgen, ich werde wiederkommen. Ich glaube, du solltest besser gehen. Schau mal, die Spritze hier sollte dir helfen. Sie wird deine Allergie bekämpfen. Oh nein, das ist nicht nötig. Das Kätzchen, es läuft weg. Jetzt erwartet mich ein kleiner Snack. Wo kommt die Katze her? Oh no! Wie ist sie ins Gebäude gekommen? Tut mir leid, Kätzchen, aber ich muss dich rausschmeißen. Hau ab! What? Oh nein, ich glaube, sie hat uns entdeckt. Wir müssen uns aus dem Staub machen, solange die Polizistin ohnmächtig ist. Und beim nächsten Mal muss ich ein anderes Kostüm benutzen. Hallo, ich bin die neue Putzfrau. Moment, bleib mal stehen. Ich muss dich zuerst durchsuchen. Vielleicht bringst du ja etwas Gefährliches oder Illegales mit. Willst du ein KitKat? Ja, vielen Dank, aber glaub ja nicht, dass die Schokolade wichtiger für mich ist als die Arbeit. Zeig mir, was in deinem Eimer ist. Hier drin? Ach, keine Ahnung. Nichts Besonderes. Hey, was machst du denn? Na gut, geh rein. Oh, vielen Dank. Ich habe nämlich eine Menge Arbeit zu tun. Andy, hier bin ich. Ich habe dir deinen Freund mitgebracht. Ich habe alle drei gefunden. Alle drei? Aber ich habe doch nur einen. Ach, komm schon. Das sind doch deine drei Goldfische, nicht wahr? What? Fische? Seit wann nennt man Fische Freunde? Versteck sie schnell. Verstecken? Aber wohin? Ich habe keine Ahnung. Oh, vielleicht ins Klo. Da ist ja schließlich Wasser drin. Hoffentlich wird sie nichts bemerken. Hey! Was?
los? Wieso ist das ganze Wasser auf dem Boden? Sorry, könnten Sie bitte gehen? Ich muss nämlich dringend aufs Klo. Oh no! Ja, ja, wir verschwinden sofort. Hey! Hoffentlich wird Jane mein Hündchen finden. Mir ist so einsam ohne ihn. Ich vermisse ihn so sehr. Hallo, mein Name ist, Jerry. Ich bin gekommen, um die Zelle zu überprüfen. Das ist meine Werkzeugkiste. Scheint alles in Ordnung zu sein. Du kannst reinkommen. Stopp! Wobei, warte mal. Schau mal, mein Stuhl ist kaputt. Kannst du das bitte in Ordnung bringen? Ah, ein Stuhl. Das passiert öfters. Ich benutze einfach Klebeband. Okay, du kannst rein. Wie billig ist das denn? Komm rein, wir haben gerade ein Problem mit dem Licht in dieser Zelle. Nope. Kannst du die neue Glühbirne einschrauben? Hey! Ja, klar, das mache ich doch gerne. Ist ja schließlich mein Job. Ich muss an Andy rankommen. Ach ja, genau, ich mache einfach nur ein Loch in die Wand. Dafür brauche ich den Hammer. Nein, die Wand ist härter, als ich gedacht habe. Vielleicht hilft mir eine Bohrmaschine. Was soll denn das? Ich brauche eben extreme Maßnahmen. Das sollte definitiv klappen. Was ist da los? Okay. Keine Sorge, das ist bloß meine Art, die Glühbirne einzuschrauben. Endlich wird Andy seinen Freund sehen. Wo ist der nur? Der passt doch nicht in so ein Loch. Was? Das ist ja eine Ratte. Was ist passiert? Warum ist da eine Ratte in der Wand? Bevor es nicht zu spät ist, muss ich gehen. Hey! Guten Abend. Ich habe hier einen gefährlichen Verbrecher gefangen. Hey! Der muss in die Zelle gesetzt werden. Wow, den suchen wir ja schon seit langem. Okay. Komm rein, die Zelle ist dort hinten. Wo ist meine Banane hin? Was ist denn hier los? Jane, hast du meinen Freund gebracht? Aber klar doch. Hier, freust du dich? Das ist so ein Frettchen. Voll gruselig, das ist nicht mein Junge. Das tut mir leid. Komm, ich bring dich wieder raus. Was ist denn hier los? Du bist doch gar kein Polizist. Na, warte. Das wirst du bereuen. Hä? Wo ist meine Waffe hin? Scheint, als wäre dieses Frettchen ein echter Meister. Hä? Was ist denn hier los? Wir müssen gehen. Verzeihung. Stopp! Ich werde euch noch einholen. Auf keinen Fall. Weißt du was? Dafür werde ich dich nicht füttern. Hier ist eine Banane und mehr kriegst du nichts. Darf ich bitte durch? Hier kommt das Essen für die Gefangenen. Ich hoffe nur, da sind keine Tiere drin. Ich hatte nämlich kürzlich Probleme mit einem Frettchen. Wovon redest du? Sind das etwa Tiere? Oh, was für appetitliche Chicken Wings. Ah, du bist sicher hungrig. Guten Appetit. Na endlich werde ich einen kleinen Imbiss haben. What? Hey, you. Wo kommt das Fell her? Na, warte. Andy, ich bin's, Jane. Wirklich? What? Hast du ihn mitgebracht? Ich kann's kaum erwarten. Ich war stundenlang hinter ihm her. Der ist ganz schön schnell. What? Das ist so ein Kaninchen. Das ist nicht das, was ich brauche. Hey. Moment mal, schon wieder du. Du mit deinen Tieren. Nope. Was? Welche Tiere? Ich hab keine Tiere. Na, unterm Deckel. Ich weiß es doch ganz sicher. Siehst du, da ist niemand. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich werde diese Bestie noch finden. Hey, hey, was ist los? Hier ist niemand.
für ein gutes Kaninchen. Es hat sich einfach unter meinem Hut versteckt. Stopp, wo willst du hin? Hey! No! Ich bin zu Andy gekommen. Verstehen Sie, ich bin seine Frau. Wir haben ein gemeinsames kleines Kind. Wow! Das Baby vermisst seinen Vater. Das Baby? Ja, natürlich, Sie können rein. Andy, hallo, ich bin's wieder. Diesmal habe ich dir deinen Freund mitgebracht. Wieso hast du nicht gleich gesagt, dass du einen Hund hast? Mein Junge, da bist du endlich wieder. Ich hab dich vermisst. Gib ihn her. Oh nein, er passt nicht durch. Fang ihn, er will weg. Was ist denn hier los? Seit wann hat sich das Gefängnis in einen Zoo verwandelt? Oh nein, Hilfe, Hilfe! Das ist meine Chance, Andy zu befreien. Kannst du mich rauslassen? Ja, natürlich. Gleich bist du frei. Ich muss nur den richtigen Schlüssel finden. No! Ich glaube, ich weiß, wie ich dieses Tier beruhigen kann. Willst du einen Hotdog? Hab ich's doch gewusst. Und jetzt kommst du aber mit. Aha, was machst du denn hier? Nichts, ich wollte nur, keine Ahnung. Freundchen? Du sitzt jetzt in einer Zelle mit deinem Herrchen. Hurra, da bist du ja, mein Kleiner. Wir sind wieder zusammen. Ich kann wieder nach Hause gehen. Hurra. Sicherlich nicht. Du hast mich mit deinen Tieren zu Tode genervt. Du kommst auch mit rein in die Zelle. So werdet ihr mir keinen Ärger mehr machen. Ich gehe so lange. Was zum Mittagessen? Naja, zumindest sind wir zusammen. Hallo zusammen. Ich verspreche euch was mega Interessantes. Lasst uns Emma und Miranda hierher holen. Jetzt sind wir definitiv bereit. Emma, lass uns anfangen. Okay, wie du meinst. Ich habe bereits einen Knopf ausgewählt. Fantastisch. Dahinter verbirgt sich nämlich etwas Scharfes für Chilischoten. Ich bin mir nicht sicher, ob sie dir gefallen werden, aber es wird auf jeden Fall spannend. Was zum Teufel ist das denn? Oh nein, Chilischoten. Schluss damit. Die wollte ich nicht. Was soll ich jetzt tun? Keine Ahnung. Probier sie einfach. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Aber ich habe wohl keine andere Möglichkeit. Oh Mann, ich spüre schon, es wird ganz schön heiß hier. Wie auch immer, du hast es geschafft. Gut gemacht. Miranda, wie geht's dir? Ich habe mir auch schon einen Knopf ausgewählt. Deine Entschlossenheit freut mich. Ich denke, du hast eine Belohnung verdient. Wie wäre es denn mit etwas Schokolade? Sieht ganz schön appetitlich aus. Davon will ich gleich was probieren. Ich brauche Hilfe! Okay, genug Zeit verschwendet. Die Schokolade gehört dir. Oh, mein Kopf, was ist das denn? Wow, Schokolade. Was für eine schöne Überraschung. Ich habe die richtige Wahl getroffen. Ach du meine Güte, wieso ist es so heiß hier? Wow, das Thermometer ist aus dem Ruder gelaufen. Sogar die Schokolade beginnt zu schmelzen. Was ist denn hier los? Wir müssten wohl die Klimaanlage anwerfen. Miranda, das ist übrigens auch für dich. Was zum Teufel ist das denn? Das sieht gar nicht nach Schokolade aus. Meine Augen. Ich kann nichts sehen. Oh, das scheint dir wohl nicht gefallen zu haben. Du sagst es. Ach so, das ist alles Emmas Schuld. Hier ist ja Feuer und Flamme. Ich muss dringend was tun. Ach ja, ich hatte hier irgendwo einen Eimer Wasser. Das reicht, um das Feuer zu löschen. Wasser, endlich! Juhu! Das fühlt sich gut an. Ich fühle mich viel besser. Na, die Runde ist gerade noch mal gut gegangen. Es wird Zeit für die zweite Runde. Miranda, lass uns beginnen.
Gerne. Erledigt. Dein Mut erstaunt mich immer wieder. Ich weiß nicht, was ich mit diesen Schönheitsgadgets hier machen soll. Ich hoffe, du findest es heraus. Oh, das ist ja cooles Zeug. Fantastisch. Hier gibt's noch mehr. Gib mir mehr und mehr. Oh, wow, das ist doch eine Schminkkiste. Oh, ich liebe diese Lidschatten. Unglaublich. Und einen Pinsel gibt's auch noch dazu. Ich will doch gleich anfangen, ein richtiges Meisterwerk aus meinem Gesicht zu machen. Nun, ich lass dich in Ruhe und geh zu Emma. Na, Emma, wie geht's dir? So weit, so gut. Ich habe mich bereits entschieden. Das ist großartig. Ich bin froh, dass wir ohne Verzögerung weitermachen können. Außerdem gibt's für dich leckeres Eis am Stiel. Es ist bereits unterwegs. Warum ist es hier so kalt? Was ist das denn? Eis? Wow, das ist Eis am Stiel. Ich liebe es. Ich bin so froh, so viel davon zu bekommen. Ich bin bereit, einfach alles aufzuessen. Das ist unglaublich gut. Ich danke dir. Ich kann gar nicht aufhören. Es macht mich süchtig. Hey, you. Oh, Emma, du solltest ein bisschen vorsichtiger essen. Wer zum Teufel braucht schon Manieren, wenn es Eis am Stiel gibt? Oh Mann, es wird ganz schön kalt hier. Hey, gibt's hier vielleicht eine Heizung? Ich muss einen anderen Knopf drücken. Was machst du da, Emma? Mit diesem Tempo machst du hier alles kaputt. Miranda, beeil dich. Was ist hier los? Oh, ein Föhn. Kann ich ihn mir kurz ausleihen? Ja, aber wozu? Alle Fragen später. Ich muss Emma aufwärmen. Oh, ich kann mich wieder bewegen. Großartig. Ich danke dir vielmals. Oh, mein Eis ist geschmolzen. Och, Menno. Du bist unverbesserlich, Emma. Du denkst immer nur an Essen. Kannst du mir den Föhn bitte zurückgeben? Ich sehe, ihr seid bereit zur nächsten Runde. Lasst uns nicht zögern. Ich drücke auf den Knopf. Los geht's. Ganz wie du meinst, Miranda. Ich will nicht mit dir streiten. Bevor wir anfangen, müssen wir unsere Schutzanzüge anziehen. Ja, das wirst du benötigen. In Ordnung, wie du meinst. So ist großartig. Jetzt können wir anfangen. Oh Mann, diese Ziegelsteine hier sind für dich. Ich kann die kaum heben. Aua, das hat wehgetan. Sorry. Das ist aus Versehen passiert. Ach ja, der Rest gehört dir auch noch. Hör auf, ich sehe bereits Sterne vor den Augen. Ziegelsteine, was soll ich damit anfangen? Du kannst dir Zement und eine Kelle nehmen und etwas bauen. Lass deiner Fantasie freien Lauf. Ich habe noch nie was gebaut. Ich weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Das sieht nicht gerade toll aus. Aber ich habe eine Möglichkeit, meine Fantasie ausleben zu können. Auf geht's. Ich bin mir sicher, das wird ein grandioses Bauwerk. Ich fange einfach an. Großartig, das ist so aufregend. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass du schaffen würdest. Bin ich jetzt endlich dran? Okay, ich drück einfach mal diesen Knopf. Gut gemacht, Emma. Ich habe auch schon etwas Interessantes für dich. Komm näher, schnell und jetzt entladen. Los geht's. Was zum Teufel ist das denn? Das fühlt sich gar nicht gut an. Als hätte ich eine Tonne Sand unterm Hemd. Das hast du gut gemacht. Wir sehen uns. Jetzt kriegt Emma noch etwas Werkzeug von mir. Was soll ich damit machen? Das wirst du gleich herausfinden. Ach so. Ein Eimer, eine Schaufel. Alles klar. Ich werde einfach im Sandkasten spielen. Danke, das macht voll viel Spaß. Ich sehe, es gefällt dir. Oh ja, schau mal, das sieht doch toll aus, oder? Wow, ein echtes Schloss. Sieht absolut fantastisch aus. Hä, was ist das denn? Na, was sagst du zu meiner Konstruktion? Ich habe mein Bestes gegeben. Das muss ich mir genauer ansehen. Das war's, ich bin fertig.
Ich glaube, ein Ziegelstein ist hier fehl am Platz. Hey! Was hast du angerichtet? Gleich wird alles zusammenbrechen. Oh, sorry, ich wollte doch nur helfen. Na, vielen Dank. Wie blöd von mir. Bleiben Sie stehen. Wer sind Sie und warum sind Sie hier? Ich bin eine Ärztin. Das ist eine planmäßige Untersuchung des Gefangenen. Was ist im Koffer? Schauen Sie bitte. Soll ich Sie auch behandeln? Nein, nein, das brauche ich nicht. Ich sehe schon den Kranken. Ist er krank? Bringen Sie mir nicht zum Lachen. Schauen Sie, er ist ganz gesund. Alex, du bist krank. Ich? Oh ja. Okay. Wie krank ich bin. Mein Herz tut weh. Mein Magen tut weh. Was ist los mit mir? Ja, er braucht wirklich Hilfe. Kommen Sie herein. Dankeschön. Hallo. What? Endlich. Hast du gebracht? Ja, ich habe deinen Schatz gefunden. Ein guter, altmodischer, doppelter Boden hat mich gerettet. Hier. Bitte sehr. Er ist sehr süß. Aber das ist nicht mein Bello. Abschied. Nimm ihn weg. Ich bin allergisch gegen Katzen. Na ja, jetzt habe ich... Abschied. Abschied. Ich habe jetzt noch Krätze. Das Kästchen hat einen anderen Freund gefunden. Ich gehe los, um den Raudi zu fangen. Was ist da drüben? Da bewegt sich was. Das bedeutet, dass irgendwo ein Biss gibt. Es ist nicht so, wie Sie denken. Rotschopf, lauf nicht wieder so weit weg. Entschuldigung, das war ein Missverständnis. Ich gehe nach Hause. Die Ärzte. Ich finde die Freundin aller Katzen. Stopp. Hallo, ich bin hier, um aufzuräumen. Ich muss sie untersuchen. Alles scheint in Ordnung zu sein, aber irgendwas stimmt nicht. Ich bin sicher. Zeigen Sie mir, was in Ihrem Eimer ist. In Eimer? Was soll das heißen? Und überhaupt, schauen Sie mal, wie dreckig es ist. Lassen Sie mich durch. Seien Sie vorsichtig. Glauben Sie, das war alles. Ich bin noch nicht fertig damit, Putzfrau. Alex, hey, guck schnell. Ich glaube, ich habe deinen Bello gefunden. Diesmal musste ich ihn heimlich in einen Eimer bringen. Ich höre dieses goldene Baby dir. Hier, bitte sehr. Wolf, es ist ein Fisch. Natürlich, es ist kein Bello. Was? Schrei doch nicht so. Ich habe alles verschüttet. Wir müssen jetzt etwas tun. Fische, es tut mir leid, aber ich habe keine andere Wahl. Fertig. Was ist denn hier los? Ich habe Schrei gehört. Alex, was ist los mit Ihnen? Ich habe nur Verdauungsstörungen. Oh, Entschuldigung, warum haben Sie das nicht von Anfang an gesagt? Los geht's. Es ist ein bisschen unangenehm. Geklappt. Wow, und die Fische fühlen sich dort sehr wohl. Wann wird sie meinen Bello finden? Ich vermisse ihn sehr. Ich lasse niemanden mehr rein. Kia! Alle bekommen alles von mir. Ups. Hallo, ich renoviere. Sehen Sie, ich habe sogar einen ganzen Koffer voller Werkzeuge mitgebracht. Zeigen Sie mir, was drin ist. Kein Problem. Hier gibt es alles, was ich brauche. In der Tat, genau. Bingo! Wenn Sie schon mal hier sind, können Sie mir helfen? Mein Stuhlbein ist gebrochen. Ja, natürlich. Das gebräunigste Klebeband wird mir hier helfen. Es gibt nichts Zuverlässigeres. Sind Sie da sicher? Also gut, kommen Sie mit mir. Oh, man! Ich zeige euch, was dort kaputt ist. Ich bin fast am Ziel.
glaube, ich kann es von hier aus selbst schaffen. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir haben ein Problem in dieser Gefängniszelle. Hier gibt es absolut kein Licht. Sie müssen eine Glühbirne anbringen. Ich glaube, Sie schaffen es. Bitte schön. Let's go. Ja, ich habe verstanden. Hey, Alex, willst du deine Zelle aufräumen? Man muss abstauben. Ich glaube, ich muss hier ein Loch machen. Womit kann ich das tun? Ich denke, Hammer passt gut. Nein, das wird nicht helfen. Ich brauche eine Bohrmaschine. Jetzt schaffe ich das. Los geht's. Was ist das? Warum ist es so laut? Alles in Ordnung. Es sind nur Renovierungsarbeiten im Gange. Das Loch ist fertig. Bleibt nur noch das Wichtigste, das Haustier hineinstecken. Hoffentlich ist das denn Bello, von dem Alex gesprochen hat. Was ist denn das? Was ist mit meinem Bello passiert? Hoppla! Alex, was ist los? Wie geht es Ihnen? Ich frage mich, was er gesehen hat, das so unheimlich war. Ist das ein Schwein mit Hundeohren? Oh nein. Anscheinend ist das Schweinchen nicht wirklich Bella. Ich werde weitersuchen. Ups. Was für ein Gestank. Zeit, meine Schuhe zu waschen. Leise, das Baby schläft. Wir sind gekommen, um unseren Vater zu besuchen. Halten Sie, beweisen Sie zuerst, dass Sie sich einander kennen. Hier ist unser Foto. Also, keine Fragen. Darf ich mit dem Baby spielen? Nein, er schläft. Ja, sicher. Okay. Kommen Sie rein. Mein Lieblings-Bello. Alex, ich bin da. Erkennst du mich nicht? Ich bin es, Mila. Diesmal habe ich definitiv deinen Bello mitgebracht. Schau mal. Ist er das? Bello, Kumpel, endlich habe ich dich gefunden. Komm her, mein Schatz. Du solltest wissen, wie sehr ich dich vermisst habe. Ich habe ein Geschenk für das Baby. So. Was ist hier los? Mila, das ist zu viel. Aber endlich habe ich dich. Jetzt wirst du genau da sitzen, wo Alex sitzt. Hast du verstanden? Bitte, bitte, es war nicht meine Schuld. Ich habe es gut gemeint. Wie furchtbar. Bin ich wirklich im Gefängnis? Ich flehe Sie an, lassen Sie mich los. Please. Nein. Viel Spaß, ihr Turteltauben. Nein. Hilfe. Hilfe. Guten Morgen, ihr Schlafmützen. Wacht auf. Es wird Zeit für eine neue Barada-Challenge. Nein, lasst uns raus. Was soll das? Hey, Mia, schau mal. Das sind ja verschiedene Schlösser. 1, 2, 3, 4, 7 Stück. Au. Oh mein Gott. Was war das denn? Lass mal überprüfen. Denkst du, wir sollen am Seil ziehen? Na los. Ich frag mich, was da drin ist. Wow, das sind ja Skittles. Ein ganzer Eimer voller Süßigkeiten. Oh, ist ja gut. Come on! Mia, zieh an deinem Eimer. Lass mal herausfinden, was da drin ist. Oh nein, ich dachte, das wären auch Süßigkeiten. Oh mein Gott. Aha, siehst du lustig aus. Du bist voller Farbe. What? Ja, ich habe was gefunden. Marie, schau mal, das ist ein Schlüssel. Ich frage mich, zu welchem Schloss er passt. Aha, zu dem wohl. Ja, das erste Schloss ist offen. Okay. Oh, es hat sich schon wieder was verändert. Wir müssen herausfinden, was da drin ist. Schnick, schnack, schnuck. Puh, du darfst anfangen. Okay. Na gut, mal sehen. Was ist das? Das sind ja Würmer. Beruhig dich, Mia. Die werden dich schon nicht auffressen. Du musst nur den Schlüssel rausholen. Oh nein, was soll das? Voll eklig. Hä? Was ist das denn? Das ist doch gar kein Schlüssel.
Ach so, das ist der Code für das zweite Schloss. Siehst du, wir haben es geöffnet. Wir haben es geschafft. Was erwartet uns als nächstes? Schau mal, das ist eine Schachtel, aus der Strohhalme rausgucken. Yummy. Ich will das nicht trinken. Okay, dann fange ich an. Oh, wie eklig. Ich kann das nicht trinken. Du bist dran, Marie. Wow, das ist richtig gut. Ich will mehr davon. Was ist denn? Kannst du vielleicht deiner Freundin ein bisschen was geben? No. Nein. Das war richtig gut. Aber da war kein Schlüssel drin. Oh nein, das heißt, der Schlüssel ist in meinem Glas. Ich tue das nur, um uns zu befreien. Hm, da ist der Schlüssel. Ich habe ihn gefunden. Beeilen wir uns. Wir müssen das dritte Schloss öffnen. Wow, wir sind so ein gutes Team. Hä? Was ist es diesmal? Machst du den Safe auf? Nein. Okay, dann fange ich an. Oh, das ist ja ein Schokomuffin mit Nüssen. Oh, ist das lecker? What? Hey, Mia. Na gut, jetzt bin ich dran. Wow, was ist das denn für ein Blaster? Ich frage mich, was er bewirkt. Hey, sei bloß vorsichtig damit. Ist ja gut. Hier, kannst du haben. Hä, wie funktioniert das? Wir haben keine Zeit, das herauszufinden. Öffne den nächsten Safe. Mal sehen. Oh, das ist ein stinkendes Stück Käse. Mir wird übel davon. Ah, ich weiß, was wir da tun können. Oh, wow, ein Regenbogenkuchen. Schau dir das nur an. So ein Stück esse ich gerne. Voll lecker. Gibst du mir auch was? Natürlich. Hier, kannst die Hälfte haben. Oh Mann, wie lecker. What? Aua. Was ist mit dir los? Erstickst du? Ich werde dir helfen. Ah, das ist der Schlüssel, Mia. Yeah, beeilen wir uns. Großartig, wir haben es geschafft. Oh, schon wieder. Schauen wir mal. Bingo. Ene, mene, ist es, krabbelt in der Kiste. Na los, Marie, fang an. Oh nein, was ist das denn? Das sind Mäuse, Mia. Ich habe Angst vor Mäusen. Okay, ich muss ausatmen. Ich muss mich beruhigen. Okay, ich habe den Code gefunden. Mal wieder ein Code, den geben wir ein. Yeah, das war einfacher, als wir gedacht haben. Und weiter. Schon wieder Strohhalme. Yummy. Hoffentlich krieg ich diesmal was Leckeres. Probieren wir mal. Wow, das ist ja Cola. Ich liebe Cola. Yummy. Aber da scheint nichts drin gewesen zu sein. No. Okay. Jetzt bin ich dran. Oh, was für eine Abscheulichkeit. Ich kann das nicht trinken. Moment, ich glaube, wir brauchen unser Zauberblaster. Jetzt muss da sicher was Leckeres drin sein. Ich glaube an dich. Ein köstlicher Schokomilkshake. Na? Nichts. Ah, war nur ein Scherz. Hier ist der Schlüssel. Marie, darf ich mal? Natürlich. Und die nächste Aufgabe kommt in 3, 2, 1. Los geht's. Oh, wow. Du darfst als Erste öffnen. Nein, du bist dran. Okay, was haben wir hier? Ah, was soll das? Jetzt bin ich voll dreckig. Ah, wie siehst du denn aus? Jetzt bist du dran. Na gut, mal sehen. Nein! Ha, dieses Blau steht dir sogar. Oh, blöde Farbe. Jetzt bist du wieder dran. Hör auf zu lachen. Nee, lass uns abzählen. Gleichstand. Also tun wir es zusammen. Da ist der Schlüssel.
Hurra, wir sind wieder frei. Herzlichen Glückwunsch. Das war der letzte Schlüssel. Lass uns sofort gehen.